Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. So, wir müssen nun die zweite Antenne klar machen. Der Kollege ist auch dabei schon. So wie es aussieht, ist der Kollege schon drin, ne? Muss ich jetzt mal kurz schauen. Alles klar. Quasi über den Felsen muss man da reinspringen. Jawohl. Hopp. Super. Haben wir geschafft. Gibt es da irgendwas Besonderes? Gibt es nichts Besonderes. Da ist eine Kiste. Inventar voll, aber das ist auch Scheißdreckmaterial. So, kaum mit dem hier reden hier. Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais Leuten aus. Okay, ich sage Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. Also gut. Zweiter Versuch. Sprich nicht so laut. Sollen Sie mich doch hören? Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Warte, das sind Mörder. Das sind sie. Ja, wir arbeiten für sie. Und genau deswegen sind wir noch nicht tot. Aha. Warte, ich muss da hinten rein. Die lästern gerade über uns, glaube ich. Scheiße, da ist zu. Hoppala hopp. Das kriegt man alles hin. Da muss man irgendwie darüber. Warte, jetzt gehen wir schon mal darüber ein bisschen. Kann man da hoch gleich? Jawohl, funktioniert doch. So. Wie kommen wir jetzt weiter hoch? Der Kollege ist auch schon unterwegs. Dann kann man. Da ist wieder zu. Scheiße. Muss man, glaube ich, gegenüberliegend hoch. Bin mir nicht sicher, das sieht jetzt stark danach aus. Ein bisschen rüber hier. So. Jetzt ist hoffentlich offen. Ja, jetzt ist offen. Gut. Ja. Benutzen. Diesmal ist es ein bisschen einfacher wie vorher. Ist da auch wieder offen? Ist wieder zu. Dann muss man da hochhopsen. Und, ja, weiter hoch, denke ich mal. So hoch, komm. Hopp. Jawohl. Nein. Die Scheißkletterei war's wert. Uiuiui, das war jetzt gerade knapp. Ist da offen? Ne, da ist auch wieder zu. Muss ein bisschen aufpassen. Muss kurz gucken, wo es da hochgeht. Hä? Oder sind wir schon oben oder was? Verstehe nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo muss man jetzt hoch? Da kann man nicht hochspringen. Da hoch, oder? Halt so. Ich. Es gab nicht. Jetzt bin ich überfragt. Wo muss man jetzt hin? Scheiße. Hey, der klettert da hoch. Klappt es doch, oder was? Ah ja, klar, klappt es. Ich Idiot. Warte, ich bin jetzt, glaub. Kommst du da rüber? Geht es? Nee. Nein! Nein! Und fast tot. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Das ist jetzt richtig scheiße, okay? Mein Leben regeneriert sich wieder. So eine schwule Scheiße. Bin ich jetzt da hochgekommen? Da vorne. Oh Mann. Ja, aller Anfang ist halt schwer, mein Gott. Wo ist halt? Der Kollege hat vorher Probleme gehabt. Und jetzt habe ich Mods die Probleme, da hochzukommen.
denn hoch? Oder nicht? Geht er da nicht hoch, oder wie? Scheiße. Geht doch da hoch? Gehst du nicht hoch, oder was? Darüber. Jawohl, wir haben es drauf. Wir haben es drauf. Immer noch weiter hoch. Bullshit. Kriegt man hin. Wenn er mal da anfassen würde, jetzt. Rüber noch ein bisschen. Gleich haben wir es geschafft. Kann nicht mehr weit sein. So. Und jetzt? Bullshit. Bullshit. Nee, oder? Nee, oh nee, muss man da raus, oder wie? Eieieiei. Ist der Kollege schon oben, oder was? Nee, wo ist der? Nee, der ist da unten. Oh Jesus, nein. Kack mir schön die Hose hier. Schon oben. Jetzt. Puh. Flagge. Ich bin geil. Wo muss ich das jetzt er. Ich bin wahrscheinlich eins zu hoch, oder? Eieieiei. Hallo Kollege, wir sind eins zu hoch, leider. Wir sind viel zu hoch. Scheiße. Ja. Ah, leck. Wo ist der scheiß Schalter? Da ist der Schalter. Ich wusste es. Egal. Jetzt waren wir wenigstens ganz oben, das ist auch nicht schlecht. Mach das Ding jetzt auf da. Jetzt. Das Ding ist immer noch intakt. Mal sehen, ob es die Mühe wert war. Jawohl. Hey Karim, der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert's? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Okay. Weiß ich nicht. Ach so, Drahtseil. Hopp. Mitte ins Dunkle, nein, das ist ja auch geil. Wisst ihr da was? Gibt mir alle im Arsch lecker. Weil. Kommt der Kollege? Das soll das Drahtseil runterhüpfen. Sieht das? Ich denke schon, nee. Drahtseil. Nicht rumlaufen. Drahtseil. Nein! Da ist jetzt runtergehüpft. Shit. Der hat doch gesehen, dass ich das Drahtseil benutze. Oh Mann. Egal. Scheiß drauf. Der versucht jetzt natürlich wieder so runterzukommen. Und ich muss mich jetzt wieder in die Nacht schlagen. Schaffst du, Kollege? Hä? Shit. Alter Marsch, leck schnell hoch. Schnell hoch da. Komm. Jawohl. Ja, jetzt versucht er natürlich wieder runterzukommen. Ich glaube, das mit dem Drahtseil hat er nicht gesehen, dass wir da runterrutschen können. Kollege, hier scheiß Zombies hier. Verpiss dich. Komm, du auch. Komm. Komm rauf. Dann kriegst du eins voll auf die Ömme. So. Jetzt kann ich ja mein Ding da reparieren wieder. So. Kollege ist wo? Kollege ist fast unten. Es klappt bei dem. Es klappt bei dem. Die sind so blöd. Die Zombies sind schon blöd beieinander. Komm, treff sie nicht, doch.
voll auf der Kopf. Jawohl. Oh. Oh, die. Piss dich. Scheiße, ich muss beeilen. Fick. Leck mich am Arsch. Abhauen. Keine Rücksicht auf Verluste. Du warst das, oder? Leck mich, du Sack. Hey. Brecken hat's mir gesagt. Die Verbindung ist jetzt glasklar. Ja, das war ich. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu Reichs. Um Antizin zu holen? Genau. Komm. Das. Gut gemacht. Das hilft allen. Ganz besonders Dr. Sarah und Dr. Kent. Schnell da rein. Puh. Ich komme hin, so schnell ich kann. Oh, das war jetzt knapp. Menschenskinder. Wieso verwischt das immer mich? Die Deppe da unten. Oh, leck. Hoffentlich kriegt's der Kollege hin. Der ist aber auch unterwegs. Das passt schon. Hopp. Haben Sie das gehört? Ja, klar. Ich glaube, der Kollege ist schneller wie ich. Wo bist du? Ich muss mich sputen. Da geht's nicht raus. Nein, da geht's nicht raus. Doch, da geht's raus. Öffnet das Paket als erstes? Nee, da habe ich jetzt keinen Bock dazu. Nicht in der Nacht. Das mache ich nicht in der Nacht. Gib mir am Arsch lecken. Hey Crane, hast du mal kurz Zeit? Ich habe hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Hä? Wer? Ist da Kyle Crane? Wer will das wissen? Ich heiße Troy. Ich führe eine kleine Gruppe Überlebender in Sektor 0 an. Wir nennen uns die Glut. Sektor 0 ist vollkommen isoliert, Mr. Crane. Bevor sie den Funk wiederhergestellt hatten, wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist. Nun, ich wollte mich nur bei ihnen bedanken. Sie haben uns wieder Hoffnung gegeben. Tja, gern geschehen. Was das? Oh! Wenn sie irgendwann mal unsere Hilfe benötigen, dann lassen sie es uns wissen, Crane. Ja, machen wir doch glatt. Wir müssen schon mal verpissen hier. Wir haben alles im Griff. Gott sei Dank, Sicherheitszone angelangt. Kollege, schneller, hä? Heilen, zack. Jetzt. So ist immer schneller wie ich. Der Job ist erledigt. Jetzt muss ich zurück zu Raiz und das Antizin holen. Ja, da sind wir doch gerade schon unterwegs, oder? Besser gesagt, jetzt treffen wir gleich auf ihn, aber der will bestimmt nochmal irgendeinen Job, das man dann macht. Hundertprozentig. Mach mal das. Hahaha. So. Reis. Wo ist er? Jetzt. Komm. Schusswaffen. Schon geil. Hey. Einschlafen. Komm. Hey Reis, sprech mit mir. Kollege, ist langsam. Da schläft ein Grad. Hallo. Mistverfluchter. Mal gucken, ob es bei dem da vorne. Bei dem da vorne irgendwas gibt. Bei dem gibt's nix. Bei dem da vielleicht. Ultimativer Hammer, aber 6000, puh. Schlagstock. Ist alles viel zu teuer für mich. Vielleicht kann ich irgendwas verkaufen. Irgendein Dreck.
Verkaufen, verkaufen. Rostiger Hammer. Das da verkaufen. Molotow auf keinen Fall. So, ah, jetzt ist er wach. Also gut. Jetzt können wir zu Reis. Reis. Komm. Kollege! Jetzt kommt er. Nee, da tut gerade Handler. Au! Oh. Ah, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man da im Story-Modus ist. Muss man immer warten auf die andere. Das ist ein bisschen scheiße. Aber wird schon. Tut wahrscheinlich fleißig kaufen. Ich habe nicht das Geld dazu, um irgendwas zu kaufen. Bin ich zu knickrig. Und außerdem ist viel zu teuer, das Zeug. Los, Baby, komm. Headset. So. Reis. Bleibt der Kollege. Na, komm jetzt. Kann mich leider nicht hören, weil das Headset bei mir... Komm. Das Headset ist bei mir am Laptop angeschlossen. Blaub, 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 blaub. Hier, frisch Fleisch. Halt die Schnauze. Hopp, oh, hopp. Sie haben Fähigkeitspunkte. Arschleck, das machen wir jetzt schnell. Fähigkeitspunkte. Wurfsterne. Rucksack ist immer geil. Nehmen wir das auch noch. Was haben wir hier? Was ist das? Halbieren zieht den Schaden beim Sturz, das machen wir. So, hast du jetzt Zeit? Alles gut, komm. Reis. Tja, du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Bekomme ich jetzt Antizin? Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, das war ja sowas von klar. Dringend. Gib es mir jetzt, dann komme ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst das Antizin, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine, sondern gleich zwei Kisten Antizin. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen. Die eigenen Regeln machen. So wird man zum Mann. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane? Oder bist du jemandes Marionette? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Ich bin dein Marionette, du Sack. Sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Sprechen Sie mit Reim. Ne, mit dem anderen Kollege. Manchmal frage ich mich, ob diese scheiß Beißer noch denken können. Mit dem da hier. So. Karim. Ah, mein Freund. Reis mag dich, das weiß ich. Ja, woher? Weil du immer noch am Leben bist. Die Aufgabe ist kinderleicht. Du musst in einigen Siedlungen hier in der Gegend bloß was abholen. Wo genau? Zuerst ist Jafars Werkstatt dran. Direkt östlich von hier. Aber denk daran, dass nicht alle, mit denen du es heute zu tun hast, kooperativ sein werden. Doch ich bin sicher, du wirst sie überzeugen können. Meinst du nicht? Tja, muss ich wohl. Klar, bringe alle ums Eck. Schweineigel, echt. So. Gucken wir doch glatt mal. Schauen wir mal. Ich bin nicht überrascht, dass Reis sein Wort gebrochen hat. Aber der GRE lässt mich bestimmt nicht so einfach einen Abgang machen. Und ich muss jede Chance nutzen, an das Antizin zu kommen. Dieses Mal soll ich für ihn Schutzgeld von den Siedlungen im Umkreis eintreiben. Danach sollte er mir besser die Medizin geben. Ja, da bin ich mir aber nicht so sicher. Gut, schauen wir mal. Und ob er überhaupt zwei Kisten gibt, das ist auch so eine Sache. Wahrscheinlich bloß eine halbe Kiste noch.
Der Sack. Schon wieder Nacht, oder? Mann. Schon wieder Nacht. Das kotzt mir sowas von an. Jetzt machen wir aber hier mal einen Cut. Jetzt sind wir wieder bei 20 Minuten angelangt. Ich mache immer bei 20 Minuten mache immer einen Cut. Plus minus natürlich. Und dann sieht man sich. Wow. Blitz und Donner brutal. Dann sieht man sich wieder im nächsten Teil. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis nachher.